Jason hat mich dazu angehalten, ein Spiel vorzustellen. Das werde ich auch sehr, sehr gerne tun. Ich bin ja eigentlich immer so der stille Mitleser und kommentiere auch mal so das ein oder andere gerne. Es geht heute tatsächlich um Red Dead Redemption. Ich bin damals von meinem ehemaligen Klassenkameraden und Bruder von ihm angehauen worden. Komm, Gerrit, wir spielen das einfach mal, wir versuchen es mal. Und ich finde es im Endeffekt so einen kleinen Abklatsch von GTA Grand Theft Auto. Aber Allerdings im Wilden Westen. spielt das Ganze ja im Wilden Westen. Genau. Ich habe noch ein Speicher-Upgrade gestartet, damit ich euch das so gut wie es mir möglich ist, ruckelfrei zeigen kann. Ja, und dann starten wir gleich einfach mal das Spiel. So, ist für mich auch ein Experiment, da sind wir. Wir sind jetzt auf dem Rechner von Gerrit, der jetzt auch für das Spiel das Kommando übernimmt, aber alle anderen können gerne, nehme ich mal an, Gerrit, ne, Fragen stellen und mitreden. Bitte schön, Gerrit. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe die Version gekauft, die sowohl online als auch die Story funktioniert. Wir hatten ja letzte Woche hatten wir ja die wunderbare Erfahrung gemacht, dass sich dann um 17 Uhr gerne Leute getroffen haben, die mich abgeknallt haben. Ja, einfach so Und unverschämt. ja, wie gesagt, wir werden heute die Story spielen. Für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung. Also ich weiß selbst nicht, was mich erwarten wird. Okay. Wir starten einfach mal die Story. Wenn es mal Ja. irgendwelche Fragen zu online gibt, immer gerne her damit. Aber ich denke mal, heute werden wir nicht einfach so abknallen oder abgeknallt werden können. Ja, das denke ich auch. Es sei denn, du verärgerst einen NPC, dann weiß man es nicht, gell? Mich da Möglich die wär's. Tage so drüber aufgeregt. Aber jetzt auch gestern, wie ich wieder online gespielt habe, haben sich wieder versucht, ein paar Leute an uns bereichern zu können. Hat leider Gottes nicht Eieiei. geklappt. Zum Glück hat es nicht geklappt, Ja. gell? Aber es hat doch ordentliche Ladezeiten, das Spiel, ne? Kann das Ja. sein, wer es übrigens sich auch geholt hat, ganz vor kurzem ist Next, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich habe mir sagen lassen, 150 Gigabyte Kaventsmann ist das Spiel. Ja. Ja, das ist schon mal ganz ordentlich. Oha, ja, das stimmt. Ja, von den GTA-Machern, da dauert es ja auch ewig lang, bis es geladen ist. Ja, dafür kriegst du halt bei denen aber auch mal riesige Welten, ne? In Wirklichkeit lädt das Spiel gar nicht so lange. Das ist ein Stilelement, um den Spannungsbogen zum Spielstart zu erhöhen. Also Rockstar Games ist ja für immens große Spiele bekannt, jetzt auch GTA. Ja. Wobei ich sagen muss, in GTA finde ich das alles nicht so schlimm wie bei Red Dead Redemption. Die Zeit der Gesetzlosen, es nähert sich ein Vorspann. Ein paar Banditen trieben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay, Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. So ist es. Jetzt klappt es. Ja. Bestimmt. Alle Kolzen auch gedrückt. Ja.
Man sieht, ich weiß nicht, warum es anders jetzt im Online-Modus besser funktioniert als im Story-Modus. Tut mir schrecklich leid, aber irgendwie, ja. Vorgerendeten Story-Sequenzen sind zu viel wahrscheinlich. Wahrscheinlich, genau. Kann sein, wenn da am Anfang, ne, da so ein bisschen was, ja, ja. Ein Stock der Rechner kriegt es nicht mehr berechnet und steigt dann aus. Oh, du hast ungeöffnete Pakete, also die musst du jetzt aber uns mal zeigen. Ja, die muss ich unbedingt abholen. Ja, wo sind die? Die sind da unten. Die sind hier. Mhm. Allerdings bin ich ja jetzt mitten in der Innenstadt. Ah. Hast du dein Pferd wieder gefunden? Nee. Nee. Wie gesagt, ich klaue mir ja immer zwischendrin ein paar Pferde. Ja, ich würde vorschlagen, also wenn die Mitspieler mich online lassen, dass wir einfach mal die Innenstadt reiten, dass ich dann auch Munition bekomme. Mhm, ich habe mir jetzt mal einen Wegpunkt gesetzt. Okay. In der Hoffnung, wie gesagt, dass sie mich in Ruhe lassen. Das Spiel kann man doch, wenn ich das richtig verstanden habe, man kann entscheiden, ob man gut oder böse spielen will und sich dementsprechend verhalten und die anderen reagieren dann auch auf einen. Ist das da so? Ja, nicht so wirklich. Nee? Also, wir hatten gestern so zwei, drei Leute, die uns gut gesonnen waren, die uns nicht direkt versucht haben abzuknallen. Hm. Ja, du suchst dir irgendwie deine Verbündeten, deine Untertanen, aber jetzt gerade online kannst du nicht gewiss sein, dass dir halt nichts passiert. Ne? Ja, das stimmt. Haben wir ja das letzte Mal gesehen, ne? Wie schnell das gehen kann. Einfach so. Wobei, wobei. So, da kommt eine Kutsche. Die sind ja nett. I've got no time for you. Get out of here. Ja, super. Na komm, wir versuchen mal gerade die Kutsche zu klauen. Jetzt muss ich nur die richtige Taste finden. Geht das einfach so? Musst du die runterschubsen, aber du musst sie ja nicht erschießen, oder? Wagen gestohlen. Oh, na gut, denen ist ja nichts passiert zum Glück. Ich bin so weich für den wilden Westen. Frage, wo wir lang reiten. Oh, Kaktus. Ja. Aua. Das arme Pferd. Jetzt hat's Piercing in der Nase. Piercing in der Nase. Also einen ganzen Kaktus, jawohl. Jetzt müssen wir mal gucken. Was machst du denn für gewöhnlich so, wenn du da im Online-Spiel bist? Wahrscheinlich nicht nur Kutschen klauen und Munition kaufen, oder? Nee, auch wie gesagt, Leute fesseln, Leute knebeln. Aber wir haben ja noch keine 22 Uhr, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal. Fesseln, knebeln und dann ab auf die Kutsche. Ja. Da sind wir wieder bei deinem Background-Bild, ne? Da wusste ich tatsächlich, als ich das Bild ausgesucht habe, noch nicht, was hier kommt an Spielen. Aber naja, zufällig könnte das eventuell passen, ja. Du kannst tatsächlich die Leute fesseln und anschließend aufs Pferd packen. Und dann? Was machst du dann mit denen? Ja, die kannst du ausrauben und weiter transportieren und irgendwo dann in der Unterhose aussetzen. Ja, im Endeffekt machst du mit denen groß nichts, außer die halt ausrauben. Und so was ganz Klassisches im Western-Style, dass es irgendwo so, keine Ahnung, Zettel gibt mit, keine Ahnung, Person X gesucht, die jagen und dann quasi dem Sheriff vorführen oder so? Gibt's sowas? Ja. Oh, nice. Das ist auch wirklich so eins von den Spielen, da kann ich stundenlang zugucken kann, aber wo irgendwie zum selber Spielen reizt es mich einfach nur nicht. Mhm. Warum der Online-Modus jetzt funktioniert und der Story-Modus nicht? Keine Ahnung. Ich bin mir ganz sicher, der Story-Modus würde auch funktionieren, wenn der Rechner nicht bei den Videos aussteigen würde. Ich denke mal, so was Xelos gerade schon gesagt hat, dass man nochmal an der Videoqualität, die müssen wir wahrscheinlich nochmal runterdrehen oder so. Dann wird's gehen.
Aber das Spiel selber funktioniert, ja. Ja. So. Hast du am Anfang auch einen fürchterlichen Schneesturm, vielleicht sind die Partikeleffekte dann einfach zu heftig gewesen oder so. So, Kutsche geklaut. Ich hoffe, Pferde hier bleibt da. Ach so, die hauen sonst ab, ne? Ja, ich hoffe. Oder wenn der Nächste die Kutsche klaut, der denkt, ach, da steht eine Kutsche rum. Wahrscheinlich, und die Leute fahren jetzt so schnell und holen sie sich wieder, gell? Ja gut, das geht ja am Wilden Westen, aber wenn denn die Pferde kurz umlackiert und dann geht das schon. Wenn die Pferde kurz umlackiert, ja. Das ist wie bei Rustler, ja auch bekannt als Grand Theft Horse. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ja. Da ist tatsächlich, gibt es da Verfolgungsjagden mit Pferden und die Pferde haben tatsächlich so ein Blaulicht auf den Kopf geschnallt und sowas. Ja. Ich stelle mir nur vor, die armen Pferde, alle 5 Minuten kommt jemand anders vorbei. So, ich mache da erstmal mein Brandzeichen drauf. Der Nächste. Also die Pferde hier, die kannst du alle klauen. Aha. Ich halt nicht machen, wenn die 4 Besitzer daneben stehen, sonst ja. Hast du wahrscheinlich ein paar ja, doch, Luftlöcher mehr. Die gucken erstmal blöd aus der Wäsche. Für Saloonmusik. So. Bei Lucky Luke denken. Jail, Spielersuche? Jail. Liebe und Ehre, Story-Mission. Harley will, dass du dich beim Sheriff von Tumbleweed meldest. Eine junge Frau wurde von Gesetzlosen entführt und ihr Mann macht sich Sorgen. Jetzt die richtige Zeit, ethische Entscheidungen zu treffen. 2 bis 4 Spiele. Spieler 2 bis 4, ich bin alleine. Macht also, nichts mit Liebe und Ehre. Wir verlassen das Ganze einfach mal, ne? Liebe und Ehre, ja. So. Na, gucken wir mal, was wir hier noch so anstellen können. Bist du denn da mit denen, wo du da immer zusammenspielst, in einer Bande? Oder wie muss man sich das vorstellen dann? Oder findet man sich ja, da also, einfach es gibt mehrere Möglichkeiten. Also du kannst dich verbünden, einer Bande anschließen. Du kannst auch mehrere Leute online suchen, also jetzt zum Beispiel 2 bis 4 Mitspieler für den einen Auftrag, dann musst du dir noch andere Mitspieler suchen. Ja. Allerdings, ja, wenn du den nicht kennst, knallen die Leute dich natürlich schneller ab, als du gucken kannst. Mhm. Ja, ich bin mit der Tastenkombination auch noch nicht wirklich so vertraut. Mhm. Einer hat mir gestern zugenickt, den hätte ich fast erschossen. Oh, war ja. Das ist doch das internationale Zeichen für erschieß mich, oder? Wenn da einem jemand zunickt. Wie gesagt, ich will den Leuten ja nichts Böses. Mm. Meinem ehemaligen Klassenkameraden beziehungsweise dem Bruder gestern, ja, bei dem wollte ich aufs Pferd springen. Den habe ich da mal direkt vom Pferd runtergehievt, gefesselt, geknebelt, gemacht, getan. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber naja. Gut, das haben viele schon vor Gericht behauptet. Ja. Tägliche Herausforderungen gibt es auch, okay. Ja. Und ich glaube, das wird auch getrennt irgendwie verkauft. Ich meine, ich hätte irgendwie mal so ein Angebot gesehen, da konnte man damals für einen schlanken Fünfer nur Red Dead Online alleine kaufen, irgendwie sowas. Ja, genau. Mhm. Also ich habe ja das komplette Spiel gekauft. Das ist ein Hündchen. Kannst du es auch mitnehmen, das Hündchen? Drück den richtigen Knopf. Oh, nicht knebeln und fesseln und nicht erschießen. Oh, Wuppi, der beißt den Po. Nein, doch nicht. Keine Interaktion verfügbar. No, der ist aber schön. Schade. Eine Interaktion mit dem Gewehr verfügbar. Das ist eine Interaktion mit dem Gewehr verfügbar, ja, bestimmt. Nee, das habe ich jetzt aber mal ganz geflissentlich überhört. So. Okay. Nee, es kommt schon ein Blick hinterher, das ist nicht gut. Oh, ein Zeuge. Es gibt Zeugen. Oh, und da oben ist jemand weggerannt. Angriff. Was ist denn da? Aber schon optisch cool gemacht, ne? Da verrutscht sogar der Hut und fliegt dann weg und so. So, jetzt kannst du den plündern. Mhm. So, jetzt werde ich natürlich in der Stadt.
Jetzt gibt es offensichtlich ein Kopfgeld auf Gerrit. Und da hinten kommen auch schon die, die das Kopfgeld haben wollen. So, Weiher, dann geh zu, dass du da wegkommst. Ganz schnell. Au. Bin ich voll gescheuert. Dann bist du jetzt gleich tot. Oh. Hier ist uns all. Zack. Wild um dich. Oh, wei. Oh, wei, oh, wei. Tot. Mit einem Double-Action-Revolver getötet von Gesetzeshüter. Ja, man sollte das auch nicht machen, einfach Leute ausrauben. Aber fürs Zeigen war das natürlich sehr interessant. Na gut, Fesseln und Knebeln im Wilden Westen ist ja das Äquivalent zum heutigen auf die Schulter klopfen. Ah, okay. Aber wirst du jetzt immer noch gesucht oder ist das jetzt erledigt? Nein, nein, ist jetzt wieder weg. Ah, okay. Ja. Also quasi, man wird auch hier nicht gut dagegen laufen. Ja, vor allen Dingen nicht gegen... Gegen Weiten, ne? Ich glaube, der Vergleich mit GTA trifft schon ganz gut. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, woher ich diesen Ort Tumbleweed, wo ich das schon mal gehört habe. Kommt einem irgendwie bekannt vor. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, Tumbleweed. Ich weiß gerade nur nicht, woher. Auch aus irgendeinem Spiel? Ich weiß es nicht. Könnte ein Spiel gewesen sein, könnte ein Film gewesen sein. Ich kann nur ausschließen, dass ich selber schon mal da gewesen bin. Ich glaube, ich habe schon mal einen Tumbleweed Park. Tumbleweed Park, das ist von den so ein Pixel. Ach, dieses Point and Click hier von dem, wo ich den Namen jetzt vergessen habe, bevor er dann mit dem neuen Monkey Island um die Ecke gekommen ist. Tumbleweed Park, ja, genau. Ron Gilbert und genau, Gary. Ron, genau. Ja. Ah, das ist ja, jetzt haben wir es doch. Richtig, richtig, daher. So, die Kutsche war übrigens noch da. So. Wo sind die ganzen Leute denn? Munition wolltest du dir besorgen. Mal gucken auf der Karte, wo ich überhaupt Munition besorgen kann. Ah, was ist das denn hier? Ah, der Büchsenmacher, der hört sich schon nicht verkehrt an, ne? Ja, geh da mal hin. Auf an, wenn du in Norddeutschland bist, kriegst du wahrscheinlich Unterhosen. Beim Büchsenmacher, ja. Ja. Ja, wir sagen auch die Unabüchs dazu. Das, also deswegen auch mit Ü wird es uns passen. Wie groß ist denn so das Gesamtgebiet, was man da so, das, ich habe es nur gehört, es soll riesig sein. Also wenn man sich die, Quatsch. Wenn man sich die Karte mal anguckt, ich hoffe, man sieht jetzt meine Maus und wenn Hallo ich mal... Hallo Gottmein, vom gleichnamigen Westernfilm meint er. Wusste ich gar nicht, dass es da einen gibt, aber danke. Jetzt weiß ich Bescheid. Wenn man sich die Karte mal anguckt... Und je nachdem, wo ich erschossen werde, bin ich ganz, ganz hier unten, werde ich dann wieder respawned. Das dauert schon mal so 10 Minuten, fast eine halbe Stunde, bis du den Weg gefunden hast, bis wieder in die Innenstadt reinzukommen. Und dann hast du kein Pferd, dann hast du überhaupt nichts. Gerade wenn ein Pferd über, über die Berge gegangen ist, wenn es mit dir nicht mehr korrespondieren möchte. Gerade so ein Pferdebesitzer wie ich, der über Stock und Stein und so. Muss die Pferde auch irgendwie pflegen oder kann die Pferde pflegen oder wie war das, ne? Ja. Wenn es dein eigenes ist, gell? Ja, ja. Was kostet denn so ein Pferdchen? Wenn man, wo kannst du das denn kaufen? Also wenn ganz, du das ganz und zu Anfang hast du die erste Story, ja. Da kannst du dir von 3 Pferden kannst du dir eins aussuchen, das kostet dich gar nichts. Okay. Allerdings, dadurch, dass ich ja regelmäßig meine Pferde verliere, muss ich mir natürlich auch Pferde klauen. Aber könntest du jetzt dann im Nachhinein eins kaufen oder müsstest du die jetzt immer mopsen? Ja, hopsen. Aha. So. Oh, Hundi. Ein Hund. So, dann sind wir wieder beim Büchsenmacher. Den willst du natürlich nicht direkt erschießen. Ich will mir erstmal den Katalog angucken. Ja. Aber dann erschießen. Was ist das da rechts oben? Deine Kohle? Goldbarren und Dollar? Ja. Hat sich zuletzt der Woche im Endeffekt kaum was getan. Doch dadurch, dass ich 2 Überfälle gestartet habe, habe ich ein paar Dollar dazu bekommen.
Mhm. Naja. Und hast du da auch ein eigenes Lager oder irgendeine Hütte oder irgendwie was? Ja, du kriegst du sogar mit Paketen Munition geschickt. Ja, genau, du hast ja noch ein Päckchen, was du abholen kannst. Oder? Ja. Ansonsten hast du, wie gesagt, so einen kleinen Beutel wie. Stehst du auf dem Buch? Ich habe auch gerade gedacht. Das Buch ist riesig, oder? Es ist weitsichtig. Ich hatte es auf den Boden geworfen zum Lesen. Blätter mit den Füßen. So, das sind natürlich alles schöne Dinge, die ich mir noch nicht leisten kann. Guck mal, da gebe ich was für null. Der Gerrit ist eine arme Sau. Elefantentöter. You see Mavis, it's a general store. Tell her Roscoe says hello. Ich bin ja echt froh, dass mich heute keine Leute abklagen wollen. Die Vertonung ist echt schön, dieses Texas-Cowboy-Englisch-Zeug. Mhm. Das ist gut gelungen. Was ja nicht ist, kann ja noch werden, ne? Ich wollte gerade sagen, beschreißen nicht. So, Munition. So. Wo wollen wir Munition Express, ne? 60 Cent. I stand by all these guns. You ain't happy with one. Warum kann ich die jetzt nicht kaufen? Ja. Dieser Gegenstand wird auf Rang 31 freigeschaltet. Mm. Welches Level hast du? Das ist eine gute Frage. Wie können denn Sachen ausverkauft sein in dem Spiel? Also ich kann wohl auch keinen weiteren Gegenstand tragen. Ah, okay. Damit hat sich das gerade mehr oder weniger erledigt. Ach hier, okay. Du bist eingeladen zu einem Wildtierfotograf. Free Roam Event. Drückt man mal F1, ne? Oh cool, ja, das ist doch auch nicht verkehrt. Hast du F1 gedrückt? Wildtierfotograf beginnt bald. Oh cool. Ja, das finde ich ja spannend. Hallo? Hat mich jetzt gerade wieder einer erschossen? Nee. Ich nehme nein, ernsthaft? Ernsthaft? So sieht das aus? Ich dachte, nee, jetzt vielleicht der Event geladen. Hatte ich jetzt auch gedacht. Ja. Sieht aus wie ein Ladebildschirm, oder? Ja. Würde ich auch sagen, du wirst wahrscheinlich zum Event teleportiert oder so. So, jetzt. Tierchen fotografieren, ja. Fotograf Gerrit im Einsatz. Aha. Schauen wir mal, was uns erwartet. Wo bin ich denn jetzt? Kämpfe deaktiviert. Warten, bis der Event beginnt. Fotografiere wilde Tiere, um Punkte zu erzielen und dir den Sieg zu holen. Je höher die Qualität eines Fotos, desto mehr Punkte erzielst du. So, das ist kein. Ja. Also das startet in einer Minute, oder? Ja, warte, bis das Event beginnt, steht unten. Ja, stimmt. Wahrscheinlich jetzt zur Sammelzeit für alle, die dran teilnehmen wollen. Mhm. Wo hast du denn dein Fotoapparat, sag mal, Gerrit? Jetzt kommt, den muss er sich nur kaufen. Du besitzt keinen Fotoapparat. Da. Doch, da rechts, oder? In dem Zahnrad? Ist das nicht einer? Das sah aus wie, ja, das sieht aus wie eine Kamera. Ja. Ah ja. Mach mal los, mach die besten Fotos. Jetzt darfst du ungeschraubt wild um dich schießen mit der Kamera. Naja, erstmal. Ich glaube, Kamera wegpacken und erstmal zu einem Tier rennen ist, glaube ich. Ja. Und schön, hier auch mal mit anderen Mitspielern interagieren zu können, ohne dass man gefahrlos erschossen zu werden. Ja, genau. Ja, ich wollte gerade das Lasso auspacken, aber. Fotografie als Tier, das zählt doch auch als Tier, oder? Jetzt hin zum Säugetier. Ist das ein Tier? Nein. Säugetier. Säugetier. Fotografiere die Tiere mit dem Gewehr. Wo? Wo ist denn da ein Tier? Oder sehe ich da nichts? 0 Punkte. Hat 10 Punkte. Dann bin ich irgendwie zu blöd, sogar die Tiere zu finden. Ja, schau dich doch in Ruhe. Werden die auf der Karte irgendwie angezeigt, diese roten Minuten Punkte oder so? Event. Guck mal, dann suchst du dir einen schönen Elefant oder irgendwas. Elefant, ja. Wer kennt sie nicht, die Elefantenhorn in Texas? Ja, rechts auf der Minikarte sind noch ganz viele rote Markierungen, vielleicht sind die das ja. Oder die blauen? Ich weiß nicht, was das eher was ist. Vielleicht kommt noch ein Säbelzahntiger. Ja,
Der Berglöwe. Ja. Ein T-Rex. Gleich kommt die Kreidezeit vorbei. Nein, was machst du? Oh, wei, oh, wei. Sah gut aus. Ja, gut ausgesehen hat's, ja. Ich hab gerade die Abkürzung genommen. Ah, okay. Gibt's da jetzt ein bestimmtes Terrain, in dem du dich bewegen kannst, oder ist das jetzt egal, wo du hinläufst? Aber wahrscheinlich, wenn du zu weit läufst, wird dir das wahrscheinlich angezeigt, ha? Ja. Hier sind gar keine Tiere, was ist denn da? Oder guck mal auf der Karte. Du musst mal hinter den anderen herschleichen, guck mal. Da oben rennt einer, renn dem mal nach. Ja, wollte ich gerade sagen, ich würde den mal hinterherlaufen. Die macht ja immer Punkte, Punkte, Punkte. Also irgendwas müssen die ja sehen, was sie fotografieren. Irgendwie sehen die was ich nicht sehe. Oh. Ja, die blauen Punkte sind die Mitspielerinnen sonst. Ja, die blauen Punkte sind eigentlich die, die mich immer erschießen, aber... Diesmal nicht. Die nächsten 7,5 Minuten erschießt dich niemand. Einstellungen sind so niedrig, dass die Tiere nicht angezeigt werden. Das glaube ich jetzt nicht. Aber vielleicht gibt es da einfach nicht so viele Tiere. Ja, man weiß ja auch nicht, was da rumkreucht und vielleicht man übersieht das vielleicht auch einfach. Ne? Ich habe was gehört. Ja, ich auch. Zück die Kamera, Gerrit, zück die Kamera. Ja, ist da nicht was? Oder bin ich gerade? Das. Ne, okay, Entschuldigung. Kampfmodus. Aber die anderen finden jetzt auch nicht im Sekundentakt neue Tiere, ne? Die brauchen auch mal ein bisschen. Immer wenn es Pling macht, hat irgendwer was fotografiert, dann wird es rechts eingeblendet. Mhm. Gibt es solche Aufträge auch im Einzelspielermodus? Vermutlich, nehme ich mal an, dass du ja da auch bestimmt irgendwie. Ja, gut, du hast ja Story und den, ne? Also in der Story weiß ich nicht. Gute Frage. Wenn es so ein World-Titel ist wie bei Assassin's Creed oder so, kriegst du garantiert auch solche Nebenaufgaben mal irgendwie. Hm. Keine Ahnung, so der örtliche Künstler braucht ein paar Bilder für sein Atelier, mach mal ein paar Bilder von Tieren. Mir war bisher gar nicht bewusst, dass man das Spiel hier so friedlich spielen kann. Also ich bin irgendwie zu blöd, Tiere zu finden. Siehst du denn deine Mitspieler auf der Karte? Würde ich mich mal vielleicht in denen ihre Richtung begeben, weil irgendwie scheinen die ja irgendwas zu finden, was sie fotografieren. Das sind ja jetzt auch keine NPCs, das sind ja tatsächlich Mitspieler, die ja dann auch irgendwas sehen. Weißt du, bei NPCs würde ich noch sagen, naja. Ich hab tatsächlich auch was gesehen, aber ich glaube, da sind nur Blätter geflogen. Ja, da unten gerade, ne? Ja, völlig bei Tier. Ja. Ja, oder? Nee, Entschuldigung. Ich guck gerade auch schon ganz, ganz angeschränkt, ob ich irgendwo was sehe, was sich bewegt. Red Dead Wimmelbild. Ja, vielleicht muss man wirklich auch stehen und eine Weile schauen erstmal, ne? Hast ja noch ein bisschen Halbzeit. Ich habe was gehört, hat sich angehört wie... Da hinten ist ein... Das hört sich an wie ein Bär. Aber doch kein Bär. Waren nur Bären am Busch. Vielleicht wird er aufgefressen. Mach aber bitte dabei. Und dann noch schnell, weißt du, so ein Schnappschuss. Stell noch einen Schnappschuss in den Rachen rein. Genau. Genau. Auch so ein schönes Foto. Ja, man hat immer das Gefühl, ne, wenn sich hier. Da links ist ein Reh. Da hüpft da, sich ist noch. Ein Sack, ja. Langsam. Leichen. Das ist schon wieder weggehoppelt. Das ist gar nicht so einfach. Wollte ich gerade sagen, wenn dich das hört, dann rennt das natürlich auch weg. Ne? Ja.
Zumindest haben wir ein Tier gesehen. Es war wirklich da, wir haben es alle gesehen. Ja. Ja, aber ich glaube, da besteht ja auch die Herausforderung drin, ne? Also erstmal so ein Tier zu erspähen und es dann auch vor die Linse zu bekommen, das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Also wenn man dann so Events da zum ersten Mal macht jetzt, dann weiß man ja auch noch nicht so richtig, wie man es machen muss. Ich glaube, ich würde da genauso in der Gegend rumlaufen und denken, verdammt, wo sind die Tiere? Oh, Manu! Tipptopp, hallo, schön, dass du da bist. Sie schreibt, Red Dead Redemption 2, super tolles Spiel. Hast du es schon gespielt? Ja. Hallo. Wir sind gerade online unterwegs. Hab's auf der Playstation. Ah, okay. Ja. Okay, die schleichen alle. Ja, siehst du, genau, guck mal, da tust du vielleicht auch was, das hat mich nämlich schon gewundert, ne? Genau, häng dich mal an ihre Fersen, ist das eine Frau oder ein Mann? Sieht gut aus. Stimmt. Da ist ein Tier. Ja, direkt vor dir ist, glaube ich, ein Wolf oder so. Oh, ja, was da ist war. Das? Knucks. Oh. Egal, erstmal knipsen. Gibt's eh zur Not. Vielleicht geht's ja durch. Da oben läuft ein Tier. Da oben, auf dem Berg, auf dem Hügel. Ja. Ja. Vielleicht kannst du es jetzt schon knipsen. Ja, es war grün. Knips. 23 Punkte, jawohl. Sehr schön. Knipsen die Frau. Yes. Hauptsache die Frau ist auf dem Foto. Macht nichts. Auch ein Tier. Ein Tier. Wer spielt denn alles? Also Red Dead spielt der Garrett und anwesend sind hier Garrett, Anaholic, Harzer, Sunshine, Turtle, Xelos T und meine Wenigkeit. Wir spielen mindestens 5 Spiele heute. Oh, ich habe jetzt wieder was fotografiert. Ja, sehr gut. Oh, super. 10 Punkte. Yay. Also schleichen war schon mal eine gute Idee. Ist grün. Immer drücken, wenn grün ist. Ist egal, drück einfach. 5 Punkte, siehst du? Regenwurm, Maikäfer. Sie sehen wie ein Mistkäfer aus 360 Perspektiven. Bist dabei, Tipptopp? Ja, weiß ich nicht. Wenn du dich kurz schnell einloggst bei Red Dead Online, vielleicht kriegst du den Garrett zu fassen. Er hat gesagt, er freut sich schon drauf, wenn er heute mal wieder gefesselt und geknebelt wird im Spiel. Ich bin froh, dass du im Spiel noch hinten dran ergänzt hast. Habe ich das? War keine Absicht. Ja, gleich. Und kriegst du jetzt eine Belohnung oder was ist da los? Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Der Sieger kriegt noch eine extra Belohnung. Ich habe aber verstanden, jeder kriegt irgendwas, oder? Jetzt ist gleich vorbei und bedüster Chris. Ja, jetzt kannst du nur noch mit Nachtsicht fotografieren. Endet wahrscheinlich wie meine Teilnahme bei den Jugendsportspielen. Danke für Ihre Teilnahme. Hier haben Sie eine Teilnahmeurkunde. Genau. Oh, die Glocke. Was? Oh? Wildtierfotograf beendet. Aha. Erfahrungspunkte und $12. $12? Ja, aber immerhin. Wow. Guck mal. Was ist denn für eine Geste jetzt? Sie hat gewonnen. Er ist mal ganz freundlich, ne? So richtig so fair play. Ist das die, die das letzte Mal erschossen hat? Erschieß sie. Einfach so jetzt, sag ich. Also Sunshine. Du warst da nicht dabei. Was meinst du, wie gemein die zum Garrett war? Das war echt fies. Der Kerl ist nicht leer. Und die hat den einfach immer wieder eiskalt abgekriegt. Darum die Beschreibung finde ich gut. Schlafe, rauche Zigarren, iss etwas oder trinke Alkohol oder Kaffee. Das ist, ist doch eine schöne Anweisung. Dann mach mal, Gerrit. So, keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Im Wald. Rauche Kaffee. Rauche Kaffee. Haben sie teleportiert, aber nicht wieder zurück. Auf jeden Fall bin ich da, wo ich gar nicht hin will. Ist am Lower Montana River. Das ist ja auch gemein. Genau, du wirst ins Einsatzgebiet teleportiert und nicht zurück. Das toll. Ja, ja.
Guck mal, wie weit das jetzt wieder ist, bis was weiß ich wohin. Kannst du ja da vielleicht ein Feuer anmachen und da übernachten? Geht sowas auch? Noch nie ausprobiert, keine Ahnung. Okay. Probier. Genau, die Gelegenheit. Hast du Hütchen und Stöckchen in die Tasche? Dann guck mal, ob das geht. So, vor allen Dingen. Habe ich gelesen, Apparillo. Da steht Armadillo. Armadillo. Apparillo ist auch gut. Sunshine hätte ich schon mal gerne die Post gezeigt. Armadillo. Ja, genau. Hieß nicht so auch dieses Bohrfahrzeug hier, Bruce Willis, da auf einen Asteroiden drauf? Hieß das Ding nicht Armadillo, mit dem die da den Kern gebohrt haben? Ja, genau. Oh Mann, zu viele Filme, zu viele Spiele, zu viele Serien, dass einem da bei jedem Wort fällt einem irgendwas ein. Ich glaube, du brauchst ein Päuschen vorher. Ja, ich brauche vor allen Dingen ein Pferd, ne? Naja, da mitten in der Wildnis, vielleicht kannst du ein Elch reiten, oder was war das vorhin? Den Elch reiten? So, ich stelle mir das so vor, an den Hörnern. Jetzt gib mal Gas hier, zack. Na, spannst du mehrere von den Dingern zusammen vorne an so einen Schlitten und dann nennst du sie Dancer, Prancer und so weiter und dann passt das schon. Und so. Vor allen Dingen habe ich mir eben, wie gesagt, die Kutsche geklaut und jetzt... steht die irgendwo Mutterseelen allein rum. Jetzt bin ich am Arsch der Welt. Also mit den Elchen zusammen bin, finde ich eine gute Idee. Da hast du eine Geschichte, die toppt sogar die zusammengebundenen Schildkröten von Jack Sparrow. Schildkröten. Wie romantisch, direkt am Fluss. Such dir irgendwo ein Moped. Ja, ich glaube, das gab es im Wilden Westen noch nicht so. Gut, Eisenbahn, ne? Nicht so viel. Eisenbahn gibt es, glaube ich, in dem Spiel. Immer noch überfallen kann. Es gibt einen aktiven Tag-Nacht-Wechsel. Eisenbahn, da können wir doch schnell rüberkommen. Schnell die Gleise legen. Genau, schnell die Gleise legen. Ja, Harzer Macht. Also, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann würdest du wahrscheinlich erstmal alle Bäume da fällen für neulich, oder? Ich gehe mal kurz hier im Spiel und fäll alle Bäume. Kahlschlag. Kannst du bei mir nachher machen, Turtle, das kann ich gut gebrauchen. Jetzt findet man vor allen Dingen auch die Tiere bei der nächsten Foto-Challenge besser, glaube ich, wenn keine Bäume mehr da sind. Ja, das ist eine gute Idee. Nee, ich mache noch Brandrot und dann ist dann nichts mehr. Oh Gott. Ja, nur ob die Tiere dann noch da sind. Gekocht und gebraten zum Armbrot. Oh, was ist denn jetzt für eine Optik? Erschöpft, kurz vor der Ohnmacht? Ja, guck mal, ob du dir vielleicht ein Feuer machen kannst, Gerrit. Geht mal wieder die Puste aus, jetzt muss ich erstmal wieder ein wenig... Aber hast du ja bestimmt nicht in die Tasche, oder hast du irgendwas zu futtern in der Tasche? Gucken wir mal, was wir noch so haben. Ja. Also mit B für Back. Dann kann ich schon mal gucken, was wir da noch so drin haben. Ja, mach mal. Ist doch so eine Aufmunterungszigarette da, war. Ist das Schnaps? Was ist das da? Die Flasche? Du hast jetzt was gegessen? Ich meine, gut, wenn dann stilecht, ne? Da wurde halt gesoffen, geraucht und Energie sonst noch wieder. Dinge. Ne? War halt so. Halt voll Energie. So, hier kann man natürlich auch. Starke Arznei. Das ist starke Arznei. Kein Schnaps. Okay. Ich dachte, das wäre Schnaps, aber... Drin den Kopf der Arznei. Es gab doch irgendwie, wenn ich mich da nicht vertue, ich weiß nicht, ob es das Spiel war, glaube ich, ein anderes Spiel. Und ich weiß auch nicht, ob die Stundenzahl stimmt. Ich meine, irgendein Achievement wie 100 Stunden lang Zigarette rauchen oder irgendwie sowas. Ja, Kettenrauchen. Oh. Kettenrauchen, irgendwie sowas. alles fürs Achievement im Spiel. Man steht wirklich nur, nimmt eine Zigarette, raucht die weg und direkt die nächste irgendwie. Die ganze musste die ja auch erstmal haben. Er hat drei Achievement waren 2 Stunden lang rauchen. 2 Stunden lang. Für mich sind eher so Achievements. Das an Helmut Schmidt. Ja. Für mich sind eher sowas Achievements wie ein Stray. 1 Stunde lang im Katzenkörbchen schlafen. Oh. Habe ich mir tatsächlich geholt. Okay. Ja gut, legst dich ins Katzenkörbchen, machst das Spiel im Hintergrund und lässt es halt laufen. Ja, die schläft ja dann auch, gell? Ja, die schläft dann auch tatsächlich. Keiner mit dem Pferd rum, ne? Ja, es ist ja auch mitten in der Nacht, lieber Gerrit. Ja. Die Leute schlafen wahrscheinlich. Sperrstunde. Ja. Aber es ist ja eigentlich auch dieses mit den Kratzen am Teppich oder irgendwie sowas, wo man das 100 Mal machen muss. Ja, das sowas süß, auch, ja. Ne? Ja. Genau. Oder am Anfang, wo sie die Farbpötte da runtergeworfen hat. Aber bei Red Dead, wenn du jetzt in der Nähe von Gleisen wärst,
und da würde ein Zug entgleisen und den Berg runterfallen. Verbunden mit der Ausgangssperre, was haben wir dann? Lockdown. Ich glaube, du kannst sogar auf die Lok drauf springen. Das wäre ja mal interessant zu sehen, aber ich glaube, es ist gerade nicht so einfach zu realisieren. Oder müsste man erstmal einen Zug finden? Ah, nee, also, die Bahnstrecke haben wir schon mal. Wo sind die Gleise, ja? Ja, guck. Kannst du dein Ohr an das Gleis dran halten? Das haben die doch immer gemacht, um zu hören, wann ein Zug kommt. Vor dem Fahrplan. Ja. Vor dem Fahrplan, ja. Würde mich nicht wundern, wenn irgendwie sowas geht. Also es soll ja super detailreich sein, was man alles an Möglichkeiten hat. Also man hat ja viel gehört und so, und aber so wie jetzt habe ich es noch nicht gesehen. Also ich habe auch das Lösungsbuch tatsächlich auf der Festplatte. Ja. Mhm. Mal so 2-3 Seiten geblättert, aber ja, wie gesagt, ich spiele ja nicht nach Lösungsbuch. Sondern so. Ja. Wie sich's gerade ergibt, gell? Das ist eine spannende Lektüre, ein Lösungsbuch für ein MMO. Ja. Wahrscheinlich für den Storybereich das Lösungsbuch eher, oder? Ist das da vorne ein Pferd oder ein Stein? Okay, ich nehme alles zurück. Ah ne, es ist ein Reh, okay. Ich dachte nicht so falsch. Es ist ein Stein, es ist ein Pferd, es ist ein Reh. Wo ihr sagt, Lösungsbuch, das erinnert mich an damals, ja, noch alte Zeiten in den 90ern, Tomb Raider 3, Lösungsbuch. Oh, da habe ich mich gefreut. Ich kann mich noch erinnern, wo ich mich gefreut habe, hier Lösungsdings, hier habe ich in irgendeiner Computerzeitschrift, zweiter Teil von 3. Dann versucht man da nochmal irgendwie die erste Zeitung dann irgendwie noch. Und dann hier beim Kiosk, wo ich dann immer war, der hat mir das dann irgendwie bestellt. Und dann irgendwie 14 Tage später konnte ich mir das dann abholen, dass ich dann den ersten Teil von der Lösung aus dem Computermagazin auch hatte. Oh, hat sie geklappt, das ist gut. Gottmann schreibt, mein erster Run im Singleplayer hat 100 Stunden gebraucht und zum Ende bin ich leider etwas schnell unterwegs gewesen, okay? Links ist gerade ein Stinktier links gerannt neben dir. Ah, 100 Stunden ist ja echt... Zug! Ja, Zug! Ja. Aber wo? Links! Soundmäßig links. Gut. Jetzt rechts. Der ist schon vorbeigezischt. Nee, der muss noch da sein. Was denn jetzt? Ja, aber hier sind ja gar keine Gleise. Nein! Ach, da oben, wir sehen ihn sogar, oder? Auf der Karte war gerade eine Lok zu sehen. Ja. Okay. Auf jeden Fall fuhr da ein Zug. Ah. Da. Ist das da rechts oben beim Lok-Symbol? McFarlane's Range. Genau, da fährt er. Nimm einen Zug. Ist nur was weit jetzt, ne? Ja, jetzt also, ist wenn der Range sind bestimmt auch Pferde. Ja auch in die, wenn der andersrum fahren würde, wäre ja einfacher. Klingt aber ganz schön laut dafür, dass man ihn nicht mal sieht. Oh, okay. Ja. Na gut, so auf freiem Feld, ne? Gut, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und mitten in der Nacht, da hört man ja sowieso alles viel lauter. Aber jetzt gucken, jetzt ist deine Energie fast wieder voll. Ja, fand ich eigentlich relativ realistisch. Mhm. Ein halbes Gruselspiel ist es auch noch. Oh, der Wolf greift dich an. Oh, Rudel! Scheiße! Oh, die Spinne! Immer mehr als ein Wolf, ja. Oh. Ein guter Junge. Oh, wei, oh, wei. Ja, der wollte nicht nur spielen. Der fleischt von einem Wolf. Oh, weh. Gut, man hat ja das nicht viel. Jetzt sagt man nochmal, dass man keine. Fleischwolf quasi. Fleischwolf, jo. Tiere erschießen wollte. Ich brenne die nieder. Aber 100 Stunden und über 100 Stunden finde ich schon ganz gut für Singleplayer-Story-Modus. Denn damit den ganzen Nebenquests, Gott mein, oder jetzt so straight die Hauptstory lang? Obwohl ich persönlich auch schon mal Spiele mag, die was kürzer sind, ne? Die mal so 10, 20 Stunden haben. Mhm. Ja, 10 Stunden habe ich ein anderes Spiel gespielt. Na, jetzt. Wisst ihr, wie die Cowboys klopf, willst du spielen? Nein, erzähl. Klopf, klopf. Ja. Nick, noch weiter. Ja. Nein. Ja. Klopf, klopf, wer ist da? Howdy. Howdy wer? Howdy Partner. Ja. Oh je. Oh, du Mann. Ja.
Kann auch schlechte Witze erzählen. Auf den Klo. auf den Klopfwitz, da kommt der Zug wieder. Ja. Schade, dass es den ersten Teil nicht vom PC gibt. Direkt. Gibt's nicht, keine Ahnung, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich hab's im Schrank liegen als Xbox 360 Spiel, aber ich habe auch keine Xbox. Das war damals mein Geschenk, ja. Hier, hast du was, kannst nicht da. Ein Geschenk für eine Konsole, die du nicht hast? Das ist ja aber sehr reizend. Das war meine ehemalige Freundin, die hatte eine Xbox 360 und die habe ich ja nicht mehr, die Freundin. So hat sich das zugetragen. Auch das Spiel habe ich eben noch. Gottmann schreibt noch alle Nebenquests, die ich gefunden habe und locker 30 Stunden mit staunenden Augen durch die wunderbare Welt reiten. Ja. Ja, kann man ja auch mal gerne die Welt angucken, wenn die wirklich so schön gemacht sind in den Spielen. Ja. Das sind wieder Wölfe. Tu einfach so, als wärst du ein Wolf. Misch dich einfach ins Rudel. Aber heulen und ins Rudel hocken. Nee, vielleicht sehen die dich dann nicht, wenn du dich ein bisschen... Oh, schon die Waffe gezogen. Ja, gezogene Waffe ist nicht schlecht, aber wenn die ich dann von allen Seiten angreifen, wie gerade, ja, dann... Wird schwierig, gell? Dann wird schwierig. Blind aus der Hüfte in alle Richtungen gleichzeitig schießen. Zack, zack, zack. Das ganze Rudel erlegt. Ich glaube, da vorne ist ein Pferd. Da kommt einer mit dem Pferd. Er ist aber sehr leichtsinnig, wenn der nachts draußen reitet. Das ist jetzt mein Pferd. Oh, oh. Schnell! Ja, man kann sagen, oh, weg. Reit weg! Das hat geklappt, sehr gut. Ui! Beinahe noch einen Auffahrunfall verursacht hier. Vielleicht wären nur, wenn die jetzt beide hinter dir herjagen. Weißt du, der nimmt den hinten auf dem Rücksitz? Auf dem Rücksitz, ja. Da rennt ein Pferd einfach so rum. Das scheint sein altes Schwert. Ja, jetzt. Wo geht's denn? Zurück in die Stadt oder dem Zug hinterher? Ich habe keine Orientierung. Ah, ja. Erstmal Richtung Stadt. Geht abholen. Oder? Die Morgendämmerung. Der Morgen bricht an. Oh, hast du wieder keine Ausdauer? Ja, das ist... Ich hab wieder keine Ausdauer. Wohl eher das Pferd, was keine mehr hat. Wenn die anderen Reiter entgegenkommen, sollst du vielleicht die Waffe wegstecken, sonst kann man sie irgendwie, sonst... kann man sich irgendwas Böses vermuten. Ein bleihaltiges Hallo. Ja, genau. Falls ich manchmal später erst antworte oder ich ins Wort falle, liegt daran, weil ich manchmal umschalte und was vom Spiel hören will. Das kommt auch später an, ne? Das klingt ein Delay. Manchmal schalte ich aber um, wenn ich was Längeres erzähle wie jetzt. Okay. Solange hier keine nicht näher bezeichneten Weltraumstrategiespiele gespielt werden und du da raustappst, ist alles gut, Hansa. Fand ich immer noch grandios, wie du das Ende gerockt hast, Anno. Ja. Ja. Armadillo. Oh, du hast ein Kopfgeld hier. Das ist 2,95. Armadillo, 5,48, 8 Grad Celsius. Kalt. Na, frisch. 2,95 Kopfgeld. Geil. Du erhältst einen Rabatt von 100% auf deine nächste Schnellreise. Und aufs Kopfgeld. 100% Rabatt aufs Kopfgeld, genau. Guck mal, ein bisschen langsam. Das Pferdchen macht uns gleich wieder einen Bockelein. Ja. Ui, hier ist er. Wird's am Ende ein Rodeo. Ja, guck. Siehst du. Aber wurde gerade Schnellreise angesprochen? Gibt es Schnellreisefunktion zwischen Städten oder so? Schnellreisepunkte.
die man scheinbar bezahlen muss, wenn man sie in Anspruch nimmt. Ja, gehe ich mal von aus. Wenn du da ankommst, hallo, wie schön sie zu sehen. Genau. Au, jo. Dass sie das reduziert haben, fand ich sehr drau. Ich fand es immer cool, wenn sie das gesagt hat, gell? Ich finde, das hätten sie eher lassen sollen und lieber bei dem Hobbit hier, beim Hauselfen im Raum der Wünsche. Ein bisschen weniger stolz auf Tränke und sonstiges sein. Ja, ja. Wer ist da hinter dir? Will der was von dir? Will der dich töten? Nein, warum machst du das, Gerrit? Bist ihm zuvor gekommen? Jetzt regnet es auch noch. Der ist nicht mal bewaffnet, der Mann. So, fährt weg, der Typ auch weg. Der war einfach nur da. Genau, das war sein Fehler. Wo sind wir jetzt überhaupt? Mercer Station. So, ich würde vorschlagen, wir reiten noch ein wenig und dann gebe ich das Spiel mal an einen anderen weiter. Ich habe euch ja mehr oder weniger jetzt gezeigt, was man mit dem Spiel alles so, ja, anstellen kann. Aber ne? Das Paket, wo war das Paket nochmal? Warte. Genau, du hast ja noch ein kostenloses Paket. So. Das Paket ist, na, wo ist es denn? Hm. Wo ist es? Hat das jemand anders geschmappt? Das wäre ja wohl eine Unverschämtheit. Aber du hast ja auch Story-Missionen und sowas. Du reitest nicht durch die Gegend und fängst andere Leute ein und bist Pferde oder so. Oder findest keine Tiere beim Fotografieren. Oh, beim Benedict Point kriegt man dann ein Autogramm von Benedict Cumberbatch oder so? Benedict Arnold. Ach der. Das Päckchen ist weg, hä? Oder? Ja, genau, Gerrit. Was machst du denn da? Oder was kann man denn da so noch treiben? Also unabhängig davon, dass du jetzt natürlich nicht alles zeigen kannst, aber was treibst denn du da sonst noch, wenn du da unterwegs bist? Ach, wie gesagt, eigentlich Aufträge machen. Mhm. Da brauchst du dann natürlich mehrere Leute teilweise auch für. Und was ist, wenn du dich einfach zu irgendeinem Auftrag einreißt? Kriegst du dann die Spieler zugewiesen? Das wäre vielleicht noch interessant, wenn du Lust hast, was man da machen kann, wenn das jetzt nicht zu kompliziert ist. Du musst ja erstmal jemanden finden, der überhaupt mit dir bereit ist zu kooperieren. Okay, also man muss sich erst Leute suchen. Man kann sich nicht einfach irgendwo hinstellen und sagen, ich will jetzt einen Auftrag mit mehreren Leuten machen und guck mal, was passiert. Ja, ja. Okay, verstehe. Ja, zumal ich ja so blöd bin, die Leute anzusprechen. Ich will sie ja direkt erschießen, was ich ja im Endeffekt gar nicht möchte. Okay, verstehe. Du bist eher der Lone Ranger. Ja. Den Typen wolltest du auch gerade nicht mit Lasse fangen? Überleg noch. Hat wieder weggesteckt. Oh, jetzt wird aber richtig schlechtes Wetter hier. Jippetau! Ja. Immer rein ins Jippetau, jawoll. Lasse ich euch nochmal 90 Sekunden mit dem reitenden Gerät alleine und bin sofort wieder für euch da. Und das schließe ich mich an. Oh, der Bock, das fehlt wieder. Und dann bockt wieder, weil es keine Energie mehr hat. Oh, da ist übrigens das Paket auf der Karte. Hast du es wieder gesehen? Ja, da. Da ist es. Wie funktioniert das mit der Schnellreise im Game? Nur zwischen so zwei Bahnstationen oder kannst du da einfach komplett wild und hin und her reisen? Ja, du kannst komplett dadurch reisen. Mhm. Es gibt es gibt Wegpunkte. Kannst du dir vorstellen, wie bei World of Warcraft zum Beispiel. Allerdings habe ich das auch erst zwei, dreimal gemacht. Mhm.
So, wir versuchen auf jeden Fall jetzt mal in die Postmeisterei zu kommen. Ja, das wäre genug. Das wäre cool, Gerrit. Das würde ich mich freuen. Ich bin ja so neugierig. Was ist denn in dem Päckchen drin, weißt du? Ja, da ist es richtig gemütlich mit hier, bitte. Ja. Da kann Munition drin sein, da kann alles drin sein. Da können Austrecken. Ja, oh, ja. Reite was schneller und halt die Fresse. Na. Das arme Pferd. Ja. Muss noch ein bisschen durchhalten. Sind wir bald da? Da ist er wieder. Yippie. Danke, danke. Hab noch unterwegs noch ein Western-Style-Getränk mitgebracht. Blaubeere Kokosnuss. Mmh, ganz typisch Wildwestgetränke. Auszeichnung. Halte F1 gedrückt, um dir Details anzuzeigen. Kaktus. Ein Kaktusgetränk. Blaubeere, hat er gesagt. Oder? Blaubeere, Kokosnuss. Coconut. Blueberry. Genau. Aber Kaktus war doch passender. Der Kaktus wäre passender, ja. Zum wilden Westen. Da wieder aus Versehen. Oh, viele Sachen passieren. Einfach aus Versehen. Was meinst du, wenn der jetzt eine Knarre hat? Er hat eine Knarre. Aber läuft trotzdem weg. Naja. Ich habe gedacht, der hat mich hier jetzt schon zweimal durch den Sand gezogen. Da hau ich lieber ab. Ja. Angst vor Mischgemüse. Was? Angst vor Mischgemüse? Was? Ja, das ist bei uns ein Insider von der Jux-Gruppe, falls ein alter Klatscher sagt. Ich glaube, der ist schon tot. Aber die zwei Hintern mussten nochmal sein. Mann, jetzt kriegst du doch gleich wieder bestimmt Ärger. Schnell. Diesmal gibt es, glaube ich, keine Zeugen. Ich musste mir mal gerade ein bisschen Geld in die Tasche stecken. $2.70. Für wie wenig Geld man da im Westen Leute um die Ecke gebracht hat. Also da hinten ist ein anderer Reiter, da will ich aber doch mal schnell verschwinden, bevor der dich sieht. Mhm. Nein, aber... Kurz antäuschen und dann weg. Zeuge, Ermittlung. Ja. Ja. Oh. Wo ist ein Zeugen? Na, keine Ahnung, das wird ja im Bild angezeigt. Ja, Zeuge. Da hinten reitet er. Zeuge. Und da steht auch einer beim Haus, steht auch einer. Ach, ja. Nein. Zeuge für Mord. Jetzt geht's gleich Kopfgeld und dann geht's los. Wo kommst du nie zu deinem Paket? Ich wollte gerade sagen, wir reiten gerade in die falsche Richtung fürs Paket. Liebe Zuschauer, alle nachfolgenden Sendungen verschieben sich um wenige Zeugen kann. Bestimmt. Ist es der Rote da? Ich nehme mal an, der Zeuge wird rot angezeigt und man könnte ihn jetzt schnell verfolgen und um die Ecke bringen. Dann ist der Zeuge, ja. Der Zeuge geht dich jetzt, glaube ich, also ich vermute mal, der verpfeift dich und jetzt bist du gesucht. Scheiße. Verbrechen gemeldet. Ja. Ah. Bam, bam. Jetzt kommt die Kavallerie. Blaulicht hier auf. Genau, jetzt kommt die Kavallerie. Schnell weg hier. Blaulicht Pferde. Der Pferdchen kann noch bisschen, hat noch bisschen Energie. Das ist ja gleich aus dem roten Kreis raus. Mal gucken, ob das gesucht. Achso, wenn du bist aus dem roten Kreis raus, dann geht das langsam weg da oben. Ja. Mhm. Ja. Es hätte auch gepasst wie bei GTA, nur Sheriff-Sterne. Mhm. Als Anzeige. Vielleicht kommt das noch, wenn man nur genug Verbrechen begeht. So. Das war's. New Austin, Kopfgeld.
Was? Hat sich gelohnt für die 2 Euro. So. Aber ich hatte der Sunshine ja versprochen, ihr mal die Postmeisterei zu zeigen. Ja, da musst du wieder ein Stück zurück, gell? Ja. Ich glaube, wir haben gerade den Postboten erschossen, wenn ich die Schräge richtig einordne, oder? Passiert, ja. Wenn die Pakete schon wieder nicht ausgeliefert. Die Ballerei. Nee, zu Hector willst du doch gar nicht. Da kriegst du dann auch hier so einen Zettel in den Briefkasten, wo du den toten Postboten findest und dein Paket abholen kannst. Sie haben uns getroffen. Holen Sie Ihr Paket bitte in der Satteltasche ab. Genau, statt wir haben Sie nicht angetroffen, wir wurden getroffen. Ja, genau. Hallo. Meister Ei. Oh, wenn das die Postkutschen Liebe von früher wüssten, wie viel sie heutzutage ausrauben könnten mit den ganzen DHL, FedEx und UPS-Lastern. Mann, Mann, Mann. Ja. Wir werden damit überfordert. Die würden Burnout bekommen. Zu viel, zu viel. Ich habe schon wieder keine Energie. Aber hier ist das Postsymbol. Ja. Hurra! Genau. Die Spannung steigt. Was wird in dem Paket sein? Ja, ja. $1,50 oder mehr. Und bitte nicht den Postauslieferer erschießen jetzt. Hier gibt es auch Zugtickets? Pferd steht ungünstig da. Auf dem Gleisen, ja. Gut, du! Gut. Tickets. So, Trains always want you think you handle the last bit of business? Don't think I have. Ach, her mit dem Paket jetzt. Hopp, hopp. Hello again. Wo sind wir denn hier? Oh. Beim Fahrkartenverkäufer. Der müde ist. Nein, das ist die Post. Ja, und wo ist da dein Paket? Ach, muss man. Lieferung abholen. Ah. Ach, guck mal, du kannst dein Kopfgeld bezahlen, du wirst nicht mehr gesucht. So, was gibt es denn? Hartes Geschäft. Das sind Aufträge. Ja. Eine Sammlung Telegramme, die Arbeit für Söldner. Ein hartes Geschäft. Kooperative Hardcore-Jobs. Ich hab Kohle gekriegt. Sehr schön, sehr schön. Na, guck mal. Das war in deinem Paket. Gib's also, was ist jetzt? Kohle für den Zug. Kopfgeld bezahlen. Also ich kann auch... Ich kann was war das? Was hast du? Was ist dein Kopfgeld? $2? $1,52. Ja, dann bezahl das und hast Ruhe. Bis in die nächsten 10 Minuten. Genau. Ach komm. Ja. Ja. So, ich denke mal, wie gesagt, ich habe euch alles gezeigt. Wir sind ja jetzt schon über eine Stunde. Dann würde ich das Spiel mal gerne weitergeben. Recht herzlichen Dank. Recht herzlichen Dank für das Zeigen von Red Dead Redemption 2. Online. Das stand was gerade von Kopfgeldjägern, da kommt wahrscheinlich Boba Fett oder so. Wahrscheinlich.